Raubzug der Düster Zwerge, Herausforderung 12 von 12 wurde auf den Live-Server aufgespielt und damit meldet sich der Prilgaran zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, heute um 12 Uhr wurde die zweite Mini-Challenge aufgespielt. Die geht jetzt dann noch 3 Tage, 15 Stunden und 10 Minuten, also bis Montag 12 Uhr. Und das Hauptevent, das geht noch bis Montag 15 Uhr. Also man sollte schauen, dass man mit dem Ganzen fertig wird. Auch wenn man jetzt dann über das Wochenende noch Zeit hat, es gibt noch schöne Belohnungen, die was er sich holen kann. So, in der zweiten Herausforderung müssen wir Admiral Eisenläufer und seine A47K-Türme vernichten. Die droppen den Eventfortschritt. Und es sind wieder 2500, aber dieses Mal kann man, glaube ich, mehr Eventfortschritt rausholen, weil ich glaube zu meinen, dass im letzten Mal, wie das Event aufgespielt wurde, konnte Admiral Eisenläufer zwischen 100, 150 und 200 Tropfen droppen. Und das könnte heißen, dass man keine 20 Runs für das Event braucht. So, als Belohnungen gibt es 5-mal den Anforenschlüssel, 2-mal legendäre Ausrüstung, 5-mal den Giftschutztrank, die was man in den Mini-Challenge-Event jetzt brauchen wird, das letzte Teil der Messingknauf, mit dem man die Schwingen craften kann, 999 Essenzen der Zerstörung, 3-mal großer Edelsteinbeutel, den Rang Sicherheitsinspektor, wo es 20 Punkte gibt, nochmal 3-mal legendäre Ausrüstung, 200 Dietriche, Rune der Verbüßung, Juwel der Aufwertung und dem Achievement Admiral Eisenläufer, wo es dann den, wenn man alle drei hat, bekommt man den Titel Marine Attach. Und wer den haben will, der kann es sich gerne holen. Schaut witzig aus. Ich trage ihn halt nicht, ich trage Jäger der Dunkelheit, weil mir das ein bisschen besser gefällt. So, drakenmäßig gibt es 20, 50, 90, 140, 220, 320 Draken. Schalte ich aber nochmal ein kleines bisschen den Ingame-Sound ein. Stellungen brauchen wir denn die Grafik, die schalten wir auch noch auf hoch. So. Warte, das ist vielleicht doch ein Tick leiser. Und dann schauen wir mal rein. Eintritt sind natürlich wieder 100 und preis-leistungsmäßig versucht's nicht auf schmerzhaft qualvoll. Tödlich, da droppen nur mehr Draken, der Rest droppt einem nicht. Also Eventfortschritt mehr, also einfach auf normal kann man locker durchlaufen und dann gehen wir jetzt dann einfach mal in die Zone rein. So, dann schauen wir mal. Hier sind die Langhelm-Matrosen, die haben wir beim letzten Mal gebraucht. Die brauchen wir dieses Mal nicht. Und hier sieht man schon diese Türme, die was man besiegen muss, damit man Eventfortschritt bekommt. Und hier unten ist auch die Zone vergiftet. Warte, ich gehe mal aus der Schusslinie. Zieht 10% an der Lebenspunkt das Giftschaden ab, fügt nochmal Giftschaden hinzu. Und dafür brauchen wir jetzt dann diese Tränke hier. Warte, wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Die hier. Kleiner Giftschutztrank. Ist man für 5 Minuten immun. Es kann uns das Ganze hier nichts anhaben. Aber ich werde mich diesbezüglich doch ein bisschen besser beeilen, weil es sind nur noch zwei weitere Bereiche, also der Bereich und der Bereich vergiftet und da der Trank nur 5 Minuten geht, wäre es doch vom Vorteil, wenn man das Ganze auskostet. Aber ich werde den Ton jetzt dann, warte mal, vielleicht beim Headset ein bisschen leiser stellen, weil sonst höre ich mich selbst beim Sprechen nicht mehr. Und dann kommt das letztendlich, am letzten Endes vielleicht so drüber, dass ich extrem ins Mikro reinschreie, wobei ich das gar nicht beabsichtigt habe.
Natürlich, wer ein bisschen Shooter spielt, der kommt gleich mal drauf, von welchem Namen sich die Türme ableiten. Von der AK-47, also Big Point, die. Wer DSO schon länger spielt, der wird schon mal beim einen oder anderen mal draufgekommen sein. Die lassen sich gerne von realen Dingen inspirieren. Teils geschichtliche, teils einfach nur fiktive Dinge wie aus anderen Fantasy-Romanen, Spielen, Filmen oder sonstiges. Ich hoffe, die haben wirklich nichts an der Drop-Chance geändert, weil ich habe wirklich keine Lust hier 20, 30 Mal reinlaufen. So, hier ist auch noch ein bisschen Gift. 5? Ne, ich sag mal so, wenn man keinen Giftschutztrank hat, sollte man versuchen, hier schnell wieder rauszulaufen oder halt ein paar Heiltränke haben, da die. Auf Dauer, sie ziehen zwar nicht viel Schaden ab, aber wenn jetzt dann noch irgendwo getroffen wird, kann das doch sehr in die Lebenspunkte gehen. Und wenn man nicht gerade 9.500 Lebenspunkte so wie ich hat, ist man da auch ein Stück schneller tot, wenn einen Ge den Gegner trifft. Und ich würde empfehlen, dass man erst hier rauflauft, wenn man der Giftschutztrank aktiviert ist, weil hier oben mehr Gegner sind, die was einen Schaden hinzufügen. Nehme gerade auf, melde mich dann. Oder ansonsten einfach im Forum fragen, also halt eine kleine Bewerbung schicken. Das sind eh alle bei den Gildenvorstellungen eh alle Anforderungen dort geschrieben, wer in die Gilde will. Mal schauen, wie viele Leute haben wir denn momentan. Wir sind, glaube ich, voll. Noch alles mitnehmen. Ich glaube, diese Türme können sogar bis zu 50 droppen, weil der letzte hat einer 5, einer 10 gedroppt. Oder waren das vielleicht doch nur 20? Oh, 20. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Kurz abchecken, die Türme sind Level 50. Ja, aber beim letzten Mini-Challenge waren die nämlich nur Level 1. Da konnte man die nicht angreifen. Hier wieder blau, weil der droppt nämlich Zugangsmodule. 5 an der Zahl und ein paar Edelsteine, ein bisschen blau. Ihr droppt nichts, ihr seid geizig. Bin immun, ihr könnt mir nichts mehr tun. Jetzt ja noch schon, dass ich hier runterkomme. Relativ schnell down. So. 26 Sekunden habe ich noch. Das sollte sich eigentlich. Ja, es sollte sich ausgehen, dass ich wieder rauslaufen kann. Weil hier stehen zwei. Hier steht einer. Und da ich gerade die Schlüssel bekommen habe, kann ich ja mal die goldene aufmachen, dass man sieht, was hier drinnen ist. Okay, das werde ich vielleicht ein bisschen langsamer abspielen lassen, sofern man das dann überhaupt sieht. Weil das ging jetzt dann sehr schnell und ich sag mal so, das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Aber ich glaube, da waren 10 drinnen. Kann das sein? 10? Mal später noch eine normale Amphora suchen und die aufmachen, dann sehen wir mal, was in denen drinnen ist. Die dürfte eigentlich eh gleich da oben um die Ecke stehen. Hier eine oder war die oben weiter? Nee, die war. Signen brauchen wir nicht mehr, die habe ich schon alle gesammelt. Hier ist eine, mal schauen. Event, mal so eine. Eine Spitzhacke, ja, für was ist hier drin eine Spitzhacke? Gibt es halt auch eine Frage. Also.
Rentieren tut sich das Ganze nicht, einzig und allein, weil ich hätte mir zum 300.000 blaue kaufen können. Also, Big Point, wenn da irgendwann mal das sieht, es wäre recht, dass diese Amphoren-Dinger endlich mal angepasst. Weil ich sag mal so ein Schlüssel kostet 400. Wie viel Event-Fortschritt bekomme ich für 400? Ja, 700 kosten 1000, also so gute 10, so 8, ja. So 8 Eventfortschritt wären eigentlich schon angemessen und vielleicht ein bisschen mehr blaue Essenzen, so 50 Draken eventuell, das in der kleinen Amphore. Dann ja, ansonsten. Okay, der Mann lebt. Ansonsten zahlen sich die nicht aus. Ich muss wirklich sagen, die einzigen Amphoren, die was ich auszahlen, sind die beim Neumond-Event. Ich habe da mal getestet, eine Zeit, ich hatte so 200-300 Schlüssel. Weswegen ich auch im zweiten Event schon mit dem kompletten Set fertig war. Und ich habe mal getestet, kleine Amphoren aufgemacht und goldene Amphoren aufgemacht. Wenn man das mit ihrem Amphorenschlüssel macht, kleiner Tipp, es mit kleinen Amphorenschlüssel machen, weil. Jetzt kommt der ganze Trick hinter der Sache. In den kleinen Amphoren, wenn ich. In den großen Amphoren ist zu 100% eines drinnen und da ist immer nur ein Zugang zum Boss. Behindert hat immer nur einen Zugang zum Boss. In den kleinen Amphoren, wenn du 10 Amphoren aufmachst, hast du mindestens zweimal. Also im Durchschnitt, wenn du 8, 7 bis 8 aufmachst, hast du zwei Zugänge. Und es besteht eine 10%ige Chance, dass sogar zwei Zugänge drin sein können. So, und da würde ich dann eher empfehlen, die kleine zu machen. Den lassen wir vorerst mal in der Ruhe. Ich mache hier noch den Rest fertig. So, jetzt gehen wir die grünen Essenzen auch aus. Mal schauen, erster Run 163. Mal schauen, wie viel der Boss gibt. Der ist natürlich wie man ein bisschen gegen alles immun. Und der geht aber relativ schnell down. Mich auch wundert. Und du droppst 25. Das ist wenig. Ich gehe jetzt einmal testweise auf tödlich rein und melde mich dann gleich wieder. Ich bin mal schauen, ob der auf tödlich mehr droppt. Bei 25 ist mau. So, ich hätte mich jetzt dann hier wieder mal bis zum Boss durchgeboxt. Ich habe die ganze Zone zwischenzeitlich schon mal geklärt auf tödlich. Hab bis jetzt eigentlich einen guten Eventfortschritt gemacht, muss ich sagen. Auch gute 160. Jetzt einmal den Boss kloppen. Das Problem hier ist halt nur, hier wird man von allen Seiten regelrecht beschossen, dass schon das Durchkommen alleine schwer ist, weil ich meine, bei meiner Lebenspunkteanzahl, da trifft ich was bis 3, 4 Mal getroffen und vor allem in so einer Feuer wie den hier drinnen stehst, dann schaut es danach nicht mehr gut aus. Aber mit Rot bekommen wir den eigentlich relativ schnell down, wie man sieht. Upp. Dann laufe ich hier runter. Weil seine Türme, die können nicht über die Kante raufschießen. Schon mal den Bonus, aber seine Ein. Später, die halten wir es auf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Big Bond wirklich nur bei den Boss es angepasst hat, den Schwierigkeitsgrad, weil ich muss sagen, auf tödlich ist das Ganze hier ein Gemetz.
Musst du wirklich mit Blau oder Lila durch, weil da wirklich mal flüssig was reißen willst und das ist doch relativ anstrengend und auf. Vier. Vier. Und der droppt 40. 40 kann er auf normal auch droppen. Also. Schade eigentlich. Wirklich schade, muss ich sagen. Ich mache nochmal einen ganz kleinen Cut, weil ich will mal kurz schauen, ob ich wirklich richtig liege mit den Miniboss. So, ich habe nochmal ganz kurz abgecheckt. In den letzten beiden Mal wieder, als das Event aufgespielt wurde, hat der Admiral Eisenläufer wirklich 100, 150 oder 200 Eventfortschritt gedroppt. 250 habe ich jetzt nur gelesen, aber nirgendwo gesehen. Das könnte eventuell auch noch möglich sein. Also, wenn ich mir das Ganze ausrechne, ich habe jetzt dann 163 pro Run bekommen. Man nehme mir mal an, 150 müsste ich ganze 16 Runs um das Mini-Event machen, dass ich das fertig bekomme. Und das finde ich doch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Weil, früher hatte man das ruckzuck durch und jetzt braucht man hier ewig lange, dass man was zustande bekommt. Und vor allem, ich sehe gerade, früher hat es 2150 Event-Fortschritt gegeben. Das heißt, hier hast du überhaupt keine 10 Runs gebraucht. Das heißt, alles mehr Aufwand für weniger Ausgabe. Ja, das wird ins Feedback wieder sicher gut ausgehen. Und dann war es das von meiner Seite und ich würde einfach sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.